Ja, ich habe gerade, ich hole mal hier ein kleines Video auf, denn ich habe gerade eine ziemlich abgefahrene Karte gefunden, in dem rosafarbene Regenbogeneinhörner sind. Und ja, außerdem wollte ich euch noch eine kleine Info hier vorab geben, und zwar folgendes. Ich, eine Glückswolke. Okay, noch eine Glückswolke. Ich werde heute am Freitagabend ungefähr so 19.30 Uhr bis 8 Uhr, also bis 20 Uhr, werde ich einen Livestream anfangen von Diablo 3. Aufgrund der Tatsache, dass ja einfach mein die nächste Saison angeht. Die Saison 2 geht nämlich quasi heute los. Und da wollte ich einfach mal gucken, was es so alles Neues gibt. Oh, Schmusebärchis. Wer Bock hat, kann gerne reinschauen. Auf Hitbox werde ich streamen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich über jeden, der reinschaut. Und ich bin gerade von diesem Level hier sowas von angetan. Das ist doch echt der helle Wahnsinn. Wenn ein Let's Player, der das hier gerade zufällig sieht und auch Bock hat, die Saison zu beginnen, der kann sich ja einfach bei mir melden. Und dann können wir so eine kleine Art Multi-Stream starten. Ich fände es ganz cool, wäre nicht dagegen abgeneigt. Und ja, wie lange der Stream geht, weiß ich noch nicht genau. Also ich wollte den einfach mal so lange machen, wie ich Lust drauf habe. Beziehungsweise so lange, bis mir der Energy Drink ausgeht. Mein Ziel ist halt richtig, was zu schaffen. Eventuell sogar durchzukommen. Also die Story durchzuspielen. Ob ich das jetzt wirklich schaffe, ich wage es noch ein bisschen zu bezweifeln, aber ich gebe natürlich mein Bestes. Alter, der hat aber ordentlich gelbes Zeug getroppt. Leider keine Legendaries, aber egal. Kleinvieh macht auch Mist. Und ja, für die Leute unter euch, die das Video hier sehen und die noch gar keine Ahnung haben, was ist denn eigentlich dieser Season Mode oder diese Season überhaupt? Im Endeffekt könnt ihr euch das so vorstellen, als ob ihr euch Diablo quasi jungfräulich neu gekauft habt. Also eure Handwerker sind nicht gelevelt, fangen alle bei null an, eure Truhe ist komplett leer. Ihr könnt außerdem nur mit Leuten spielen, die ebenfalls sich neue Saisonhelden für die zweite Saison erstellt haben. Also mit Saison 1 Helden, die gibt's leider nicht mehr. Die sind zu, also nach Abschluss der Saison 1 sind die zu ganz normalen Helden geworden. Und ja, mit so einem spiele ich übrigens auch gerade. Das ist mein Held der ersten Saison, ein Kreuzritter. Wenn ihr Vorschläge habt, wen ich denn, also welche Klasse ich spielen soll, dann sagt's einfach. Aber, also ich sag direkt vorweg, Kreuzritter werde ich nicht nochmal spielen. Nicht aus dem Grund, weil der nicht gut ist. Im Gegenteil, Kreuzritter ist eine richtig, richtig geile Klasse. Also damit kann klar, wow, damit kann echt jeder Spaß haben. Nee, ich will halt einfach was Neues ausprobieren. Deswegen möchte ich nicht nochmal mit Kreuzritter spielen. Also schreibt einfach in die Kommentare, welche Klasse ihr euch wünschen würdet. Die Kommentare, die dann halt häufig kommen, das wird dann meine Wahl sein. Wenn kein Kommentar kommt, dann weiß ich aber auch schon, mit welcher Klasse ich persönlich gerne spielen würde. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Im Endeffekt habe ich jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Aber ich werde das Video hier noch ein bisschen laufen lassen, um euch dieses Bad Niederfunkeln Leveln einfach zeigen zu können.
Vielleicht passiert da noch irgendwas, vielleicht gibt es da noch einen Boss, keine Ahnung. Aber für mich ist es auf jeden Fall das erste Mal, dass ich dieses Level hier finde. Na gut, Blizzard ist ja mehr oder weniger bekannt dafür, immer ordentlich Easter Eggs reinzuhauen. Oh, Geschenke. My little pony, my little pony. Und es ist sogar noch richtig riesig. Krass. Richtig riesig. Was diese Glückswolken hier ganz genau bedeuten? Kein Plan. Oh, jetzt sind sogar hier noch Bosse. Oh, oh, oh. Nix einfrieren, nix einfrieren. Oh, Scheibenkleister, da war ich nicht schnell genug weg. Wermut der Verdammte. Oh, schon wieder Eis. Was ist denn das für ein Loch? Ach, der hat Wurmloch, Fähigkeiten, der Boss. Ich hasse sie. Oh, schnell weg. Imperialer Diamant, sehr schön, nehme ich natürlich mit. Hier ist auch eine Scheiße auf der Map. Hier sind Tic-Tac-Toe-Zeichen gemalt. Kommst du her? Alter, ist die Karte riesig. Ah ja, ich habe noch gar nicht gesagt, wie ich überhaupt hier hingekommen bin. Ich habe einen Regenbogen-Goblin gefunden. Kein Schatz-Goblin, nein, einen Regenbogen-Goblin. Und ja, der hat ein offenes Portal hinterlassen. Keine Ahnung, ob die jedes Mal ein offenes Portal hinterlassen oder ob ich einfach nur ultra Glück hatte. Oh, da kommen noch mehr Glitzerwurzeln. Passt natürlich auch super in das Gameplay von Diablo rein. Hier schön brutal und dann so eine Happy Happy Joy Joy Welt. Oh, was ist denn hier los? Da hat es gerade böse geleckt. Keine Ahnung wieso. Vielleicht ist wieder irgendein Update im Hintergrund am Laufen. Wahrscheinlich. Oh, hier teilt sich das Ganze nochmal. Willst du mich veräppeln? Schenke! Na, 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 na. Oh, hier geht's auch noch. Willst. Nee, das ist echt nicht wahr. Wie groß ist denn das hier? Juhu, Paragon-Stufe, Level Up. Das ist, glaube ich, nochmal ein Boss, oder? Yep. Wie heißt er? Woher heißt er? Uzai die Gorgone. Okay. Allerdings ist hier schon mal ein Ende der Karte. Oh, jetzt sollte der schöne Gorgone aber gleich mal weg sein. Jawohl. Da ist er. Der Diener. Den hat jetzt auch das Zeitliche gesegnet. Sehr schön. Ha, kurz mal eine Stufe hier hochgehen. Wir nehmen. Stärke. Zack. Annehmen. Weiter. Und schon wieder. Ah ne, sind nur Champions. Kein richtiger Boss. Alter. Man geht schon ab hier. Gut, dass ich wenigstens ein bisschen Flächenschaden habe. Oh, schon wieder Eiskristalle. Oh, ist doch ein Boss dabei. Sehr schön.
Oh, schnell raus, schnell raus. Ah, jetzt macht er mir auch noch Angst. Ich habe Angst vor dem rosa Pony. No. Nein. Totale Spangen, whatever. Also Loot ist hier auf jeden Fall nicht schlecht. Das kann man definitiv so sagen. Die Mucke ist auch ein bisschen merkwürdig. Okay, da geht's anscheinend wieder raus. Das möchte ich aber noch nicht. Ich möchte erst hier alles erkunden. Erst alles erkunden. So, schauen wir uns mal nach oben. Wo müssen wir? Da können wir noch hin. Hier nach oben. Was? Der teuflische Oliver ist hier, okay. Mitarbeiter der Glücksfirma. Was auch immer. Und das war's mit dem teuflischen Oliver. Haben wir auch noch eine Glückswolke? Es geht, da können wir noch durch, okay. Sorry, wenn das Video hier jetzt ein bisschen länger wird. Eigentlich sollte es nur ein Infovideo werden. Eigentlich habe ich vorher auch schon ein Infovideo aufgenommen. Aber ich finde das Level gerade so geil. Da habe ich gedacht, komm, mach das Infovideo hier. Da hast du direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Oh, alle Pferdchen tot gemacht. Okay, das war das. Da geht's auch nochmal. Nein, da geht's nicht durch. Aber hier geht's noch durch. Ui. Oh, ein Muffin. Total Meschugge hier, dieses Level. Kaputt die Schmusebärchen. Okay, von da kommen wir. Ah, die Glückswolken sind so happy. Oh, hier geht's noch weiter, ey, Alter. Nicht normal. Vielleicht passiert ja sogar noch irgendwas, wenn ich alle Glückswolken berührt habe. Oh, schon wieder ein Boss, okay. Nehme ich. Was haben wir denn da? Gift verzaubert, Arkan verzaubert, Illusion, reflektiert Schaden. Das Ätzendste finde ich eigentlich diese Arkan-Verzauberung. Die machen mir nämlich echt ziemlich viel aus. Ich weiß nicht, ob das an der Klasse liegt, dass der relativ anfällig dagegen ist. Oder ob die Dinger immer so fies sind. Ich mag sie nicht. Egal, wenn ich dann irgendwie so eine rosa Rüstung freigeschaltet bekäme. Das wäre eine coole Sache. Glückswolke habe ich noch vergessen. Juhu! Hier nicht noch irgendwo eine Glückswolke übersehen? Ne, ne. Okay.
Gehen wir mal noch hier hin. So, das wär's aber jetzt. Jawohl. Hab die ganze Map hier erkundet. Dann gehen wir mal Richtung Ausgang. Und dann sage ich einfach mal, ja, vielen Dank, dass ihr hier reingeschaltet habt. Vergesst nicht, heute Abend in den Stream zu schauen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ein paar Leute reinkommen. Also ich sag mal, alle, die mit Diablo was anfangen können, Spaß an dem Spiel haben, gerne ein bisschen dummes Zeug seiern und ja, so ungefähr drauf sind wie ich, sage ich jetzt mal, plus minus. Vielleicht nicht gerade so bescheuert von mir aus auch. Aber so in die Richtung halt. Die sollten auf jeden Fall heute Abend reinschauen. Und ja, damit gehe ich jetzt hier durch das Portal und beende dann auch die Folge. Macht's gut, danke fürs Reinschauen. Bis heute Abend, sage ich mal ganz optimistisch.